die gelbe Karte. Der Wind hat wieder ein wenig gedreht. Es ist jetzt wieder eher Rückenwind auf der Zielgerade, aber er kommt von schräg, vom 100 Meter Start her. Das heißt, dass die Läufer in der Startkurve eher mit Gegenwind zu kämpfen haben. Sese, Adigida, Schöschner, Gulletin, Piff und Schneider. Und wieder ein schlechter Start des Niederländers und schneller Start von Schöschner. Dieses Mal hat sich Schöschner wirklich als Erster bewegt. Er wird verwarnt. Also Frieder Schöschner mit der gelben Karte. Ryan Sese, er mit 20,71, der schnellste Läufer in diesem Feld, von der persönlichen Bestleistung her gesehen. Er startet auf der Bahn 1, aber in dieser Saison ist er noch nicht so auf Touren gekommen, mit 21,38. Das lief er in Brüssel vor nicht allzu langer Zeit. Anfangs August war dieses Meeting in Brüssel. Und dort ist er die 21,38 gelaufen, ebenso die 10,64 über die 100 Meter am selben Tag. Auch hier in La Chaux-de-Fonds hat er jetzt beide Distanzen absolviert, zweimal die 100 und jetzt die 200. Der dritte Versuch, der hat geklappt, diesmal mit einem schlechten Start für Schöschner. Und es ist Gulletin, der vor allem hier für Wirbel sorgt auf den ersten 100. Gulletin führt und auf der Innenbahn kommt Sese auf. Und Gulletin wird das Rennen knapp für sich entscheiden können. 20,79 für ihn bei 1,8 Meter Rückenwind. 20,79, das ist persönliche Bestleistung. Er verbessert sich um 15 Hundertstel Sekunden, wenn diese Zeit bestätigt wird. Jetzt beginnt das Warten auf die Zeiten. Pour 20,80 für den Sieger, 20,89 für Sese, der das erste Mal unter der 21-Sekunden-Marke bleibt in dieser Saison. Und auch nur 18 Hundertstel Sekunden über seiner persönlichen Bestleistung. Schöschner läuft eine 21,00, somit Saisonbestleistung für ihn. Da fehlen noch 15 Hundertstel zu seiner Bestzeit. Und dann mit 21,09 ist es Adigida, der Holländer oder Niederländer, und gespannt auf die Zeit von Schneider, aber die nächste Serie, die steht schon bereit.